Was geht, Freunde der Reiskrimel? Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Wisst ihr noch, als ich vor einem Monat in meinem Lasst mal über Geld sprechen Video angekündigt habe, ich würde in einem Monat die Werbeeinnahmen des Videos mit euch teilen, damit wir... Hab ich das Video geguckt? Ja, ich glaube schon, oder? ...gemeinsam schauen können, ob das Video durch die Geldthematik eine deutlich höhere RPM erzielen würde? Ich glaube, das haben wir geschaut. Ja, ich finde, dass wir das jetzt doch nicht mehr machen. Weil über Geld spricht man nicht, sondern man hat es halt und man sollte es gefälligst in Immobilien anlegen oder sowas. Das war ein Scherz. Ist aber eigentlich eine gute Idee, ich weiß bloß nicht, wie es geht. Hier sind die Analytics. Und wie wir unschwer erkennen können, ist die RPM nur um ein paar Cent gestiegen. Und der Klotz hat mir insgesamt etwas über 540 Euro ausgepupst. Was können wir da noch sehen? Ich habe scheinbar eine sehr ausgewogene Zuschauerschaft. Das Video haben mehr Menschen aus Italien als aus Luxemburg gesehen. Es war wahrscheinlich nur ein Italiener. Ich dachte, jetzt kommt er mit Deutschland. Hat der einfach nicht genug von mir kriegen konnte. So sieht ein Retention-Graph aus. Eines der wichtigsten Dinge hier für Content-Creator. Je länger Leute dranbleiben, desto besser ist es fürs Video. Und bei mir am Anfang so, oh, spannend, ah nee. Und ganze 19... Das ist überall so. Das ist bei allen Videos so, wirklich. Also zumindest bei mir. 10% der ZuschauerInnen blieben bis zum absoluten Ende. Das sind halt die 19%, die wissen, dass ich nach dem Abspannen meist noch einen Cartoon-Schnipsel wiederhole. Ja, ich weiß auch nicht, John! Hashtag Club 19. Club. Und es ist schon etwas witzig, dass mein Video zu 0,5% mit dem Suchbegriff Geld gefunden wurde und zu weiteren 0,5% mit Plankton. Cool. Plankton. Ich gebe auch immer Plankton ein. Also, wobei, mir zeigt sich ja sowieso jetzt mittlerweile die Abo-Box, aber wenn ich mal so ein älteres gucken will, dann gebe ich einfach Plankton ein. Ich glaube, das war jetzt genug Vorgelaber, um ein Video über Steckdosenleisten zu rechtfertigen. Ich meine, wenn man mal scherzhaft droppt, dass man auch ein Video über Steckdosenleisten macht. Wo ich das zum ersten Mal gemacht habe, dachte ich, toll, jetzt kommt bestimmt die ganze Zeit von SpongeBob der Plankton, Videos von SpongeBob. Aber nein, es kam direkt der echte Plankton hier. Könnte und ein Top-Comment dann sagt, man sollte doch bitte ein Video über Steckdosenleisten machen und alle anderen Kommentare darunter dann irgendwie auch. Dann gibt's halt heute ein Video über Steckdosenleisten. Das ist Demokratie in ihrer Reinform. Also bitte hört auf, mich irgendwie Diktator zu nennen von Gurkistan. Das finde ich schwierig. Ich meine, ab und an challenge ich mich ja auch ganz gern selbst. Ich wünschte, ich hätte das Mindset auch damals in der Schule gehabt. Steckdosenleisten, und wenn du Akademiker bist, auch mehrfach Steckdosen genannt, gehen bis in die 1920er Jahre zurück. Auf dieser US-amerikanischen Patentanmeldung aus dem Jahr 1932 kann man ganz gut erkennen, dass Carl M. Peterson ein unglaublich wilder Zeitgenosse gewesen ist. Und was machen Sie so beruflich? Ich nehme Strom aus einem Loch und mache dann ganz viele andere Löcher rein. Was sehen wir da? Von hier kommt der Sam. Gute Jobbeschreibung. Gelangt über ein Kabel in die Schachtel und wird einfach auf zwei Metallstäbe verteilt, die dann die Kontakte der anderen Steckdosen berühren. Ich sag's dir, wenn ich nochmal in den 20ern leben dürfte, ich würde da so viel Zeugs erfinden. Das Feuer! Und Fahrrad! Eine Steckdosenleiste mit An- und Ausschalter! Oder am besten gleich eine, wo jeder Ausgang einen eigenen Schalter hat. Jo, so einen habe ich auch, die finde ich am besten. Aber wenn du die 20er zurückheißt und das alles weißt, Junge, du bist so reich. Das ist vermutlich coolste Teil, das meine Ex-Freundin nach dem Ausziehen in meiner Wohnung vergessen hat. Das coolste Teil war ich und vergessen hat sie nichts, ich habe ja alles abgekauft. Da die einfache Steckdose im Jahr 1904 erfunden wurde, fragt man sich ja vielleicht, was die Menschen in den 16 Jahren vor der Erfindung der Steckdosenleiste gemacht haben, um mehrere Gerätschaften auf einmal zu betreiben. Naja, ob es überhaupt so viele Geräte gab, die man da anschließen musste. Nicht hier so mehr oder weniger beantworten. Denn sogar vor der Erfindung der Steckdose wurden die ersten stromhungrigen Haushaltsgeräte einfach in Lampenfassung gestopft. Und zwar mit Hilfe eines Adapters mit dem liebevollen Namen Stromdieb. Der Adapter war so... Stromdieb. Sehr cool. ...konstruiert, dass du bis zu zwei Stromgeräte anschließen konntest und die Glühlampe selbst weiterhin betrieben werden konnte. Der Nachteil war allerdings, dass weder die Lampenfassung noch so ein Stromdieb-Adapter für eine sonderlich hohe Belastung ausgelegt waren. Wenn du mal so einen Mittwoch hattest, wo du mit zwei Bügeleisen gleichzeitig ballern musstest, war die Wahrscheinlichkeit deiner Wohnung im Anschluss beim Abfackeln zuzusehen nicht allzu gering. Aber ja, Steckdosenleisten sind schon ziemlich cool. Es gibt welche... Auch bei Steckdosenleisten muss man auch aufpassen. Schließt du zum Beispiel niemals eine Waschmaschine und noch anderes Zeug an, weil... Die haben nur ein begrenztes Limit, wie viel da durchgehen darf. Mit drei Steckplätzen? Ich glaube, Watt steht da drauf. Sechs? Ne? Und wenn du mal das Leben aus deinem Sicherungskasten buttern möchtest, dann hol dir doch so ein 16er-Brett und schließ 16 Staubsauger an. Ja, jetzt mal hier ein bisschen Real Talk. So eine Steckdosenleiste ist in der Regel für ca. 3500 Watt ausgelegt. Wenn du jetzt also einen Föhn und Toaster anstöpselst, ist die Leiste erst einmal überlastet. Ich war aber scheinbar sehr lange nicht mehr in der Schule. Machen wir daraus mal zwei Toaster, dann haben wir 4000 Watt. Denkst du halt, alles easy, fliegt halt die Sicherung raus. Ich wollte gerade sagen, da fehlt aber noch ein bisschen. Und alles ist chocky. Nee, nicht unbedingt. Die heutigen Steckdosen haben, glaube ich, also meine hat Schutz dagegen. Die schaltet sich dann aus. Aber ich glaube, der Schutz funktioniert dann halt nur einmal und ist dann defekt oder so. Keine Ahnung. Denn sowas geschieht in der Regel, wenn du plötzlich abnormal viel Leistung ziehst. Bei einer, ich nenne es mal, leichten Überlastung kann so eine Sicherung auch erst nach 20 Minuten fliegen. Und bis dahin hat sich deine Steckdosenleiste auf 200 Grad erhitzt und dein ganzes Badezimmer schwarz gestrichen. Deswegen ist es auch unratsam, eine Steckdosenleiste in die andere zu stecken,
So wie ich das hier gemacht habe. Wenn sich die ich habe das bei mir aber auch gemacht. Aber ich habe nur kleine Geräte dran. Ich habe nur jetzt die Lampe, die hier hinleuchtet, damit man mich auch sieht. Dann habe ich noch den Anschluss für meine Controller zum Laden dran. Und ich glaube, das Größte, was ich da dran noch habe, ist meine Switch. Belastung tatsächlich nicht auf beide gleichmäßig verteilt, sondern alles auf einer gesammelt wird, dort die andere einfach nur als ein angeschlossenes Gerät agiert. Siehste, haben wir Herr Dragon einen Bildungsauftrag erfüllt. Ist ein guter Tag. Ich war auch heute spazieren. Es gibt Steckdosenleisten für 1400 Euro und... ein bisschen mir schnappt, na. Jetzt habe ich irgendwie Angst, dass ich vielleicht meine da unten doch trennen sollte. Ja. Ich bin ein Depp. Ich habe hier noch zwei mit 8 Anschlüsse. Warum nicht einfach die? Kleine Wundertüten für 2 Euro. Ja, ideal, wenn man zu wenig Steckdosen hat. Wenn ich Wahnsinn, beste Bewertung ever. Ich meine, im Auto eine Amazon-Rezension schreiben müsste, wäre es vermutlich sowas wie ideal, wenn man Auto fahren möchte. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen, ihr Gurken. Ich entschuldige mich schon mal, falls dieses Video doch wacker ist als erhofft. Habe auch ein bisschen mit der Einleitung geschummelt. Steckdosenleisten sind schon ein wichtiges Thema. Habt euch lieb, euer Plan. Ich hätte nicht gedacht, dass man so ein witziges Video aus einer Steckdosenleiste-Thema machen kann. Es war geil. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.